Hallo zusammen, heute ist der 25.07.2023 und ich bin wieder draußen unterwegs. Heute bin ich wieder mit dem Fahrrad draußen und zwar bin ich mit der S-Bahn bis nach Borna gefahren und fahre jetzt von hier aus direkt nach Hause. Das sind ungefähr 50 Kilometer. Ich habe jetzt schon knapp 3 Kilometer geschafft und bin das erste Mal schon wieder lost. Ja, meine Strecke sollte dann irgendwie geradeaus weitergehen auf der Bundesstraße. Ich war auf dem Radweg und der Radweg bog aber nach rechts ab. Und es gab kein geradeaus, jedenfalls habe ich keins gesehen. Naja, egal, jetzt habe ich hier so einen kleinen Weg entdeckt. Den fahre ich jetzt einfach lang. Und dann gucke ich mal, was passiert. Das wird heute bestimmt spannend. Das Abenteuer nimmt seinen Lauf. Hier vorne sehe ich jetzt wieder diese Straße. Ich glaube, das war eine Bundesstraße. Ich hoffe, dass ich da nicht drauf muss und dass es da irgendwie geradeaus weitergeht. Ich schaue mir das einfach mal an. Auf alle Fälle, die Gegend hier ist schön. Das Wetter ist heute auch ganz gut. Knapp unter 20 Grad, bisschen frisch, aber wenigstens nicht so warm. Die Sonne scheint nicht und es geht auch kaum Wind. Ab 14 Uhr soll es regnen. Ich denke mal, da bin ich dann fast schon wieder zu Hause. Und wenn nicht, ich habe die Regensachen mit. Ja, ich bin heute Morgen etwas spontan losgefahren. Ich hatte die Strecke irgendwann mal am Rechner geplant. Und heute Morgen dachte ich, ach, du könntest da mal mit dem Rad fahren. Also habe ich mir die Strecke genommen, habe die auf mein Navi geladen und bin losgefahren. Naja, sowas kommt dann dabei raus. Ne? Aber das ist egal. Ich bin ja hier nicht irgendwo im Off, sondern nah bei Leipzig. Da kann überhaupt nichts passieren. Im Notfall steige ich halt wieder in der S-Bahn. Aber das sieht hier vorne gut aus. Das geht auf alle Fälle geradeaus weiter und das werde ich dann machen. Jetzt bin ich wieder auf der richtigen Strecke. Es gibt hier tatsächlich einen Radweg an der Bundesstraße. Der verläuft aber auf der anderen Seite. Wahrscheinlich gab es da irgendwo einen Tunnel, den ich Dödel natürlich mal wieder übersehen habe. So ist das halt. Ich habe jetzt die Bundesstraße verlassen und bin jetzt hier auf so einem, na, ich glaube, das ist eher ein Wanderweg als ein Fahrradweg. Auf alle Fälle hat der ziemliche Huckeln. Da muss man ganz schön aufpassen. Ja, ich glaube, ich fahre jetzt hier ums Speicherbecken Borna, aber das ist sehr gefährliches Halbwissen, was ich hier verbreite. Auf alle Fälle ist es hier schön ruhig. Es sieht alles schön aus. Und dann genießen wir das einfach mal draußen zu sein. So, wie richtig vermutet, bin ich hier am Speicherbecken Borna. Allerdings ist davon nichts zu sehen. Man darf auch hier nirgendwo rein. Das scheint alles abrutschgefährdet zu sein. Ja, ich habe heute mein Fahrrad doch ein kleines bisschen vollgeladen. In der einen Vordertasche habe ich meine Regensachen, in der anderen habe ich Spittelkram. Und in meiner Gepäckträgertasche, ja, da habe ich was zu essen. Mein Werkzeug, was ich eigentlich immer mit habe, wenn ich mit dem Rad unterwegs bin. Und ja, eigentlich, ach ja, eine zweite Trinkflasche habe ich noch drin und noch eine Flasche ISO. Ich wollte eigentlich die zweite Trinkflasche heute an den Rahmen anbauen, die habe ich mir gestern extra noch gekauft. Naja, ich bin heute Morgen etwas überstürzt gestartet, weil ich dann gemerkt habe, ich schaffe den zeitlichen Zug noch und je eher ich unterwegs bin, desto weniger Regen habe ich. Und da habe ich doch glatt den Flaschenhalter vergessen. Na, wenigstens habe ich die Flasche mit, dass ich genug zu trinken habe. Für mich geht es jetzt hier diesen Weg weiter. Der ist ein bisschen holprig, aber das wird schon gehen. Und tatsächlich ist hier auch ein Fahrradwegschild, obwohl ich vorne gar kein Hinweisschild gesehen habe, wo ich hergekommen bin. Naja, so ist das eben. Ich habe jetzt knapp 7 Kilometer weg und werde mich jetzt weiter auf den Weg machen. Hier können wir jetzt das erste Mal einen Blick aufs Speicherbecken werfen. Und im Hintergrund sehen wir das Kraftwerk. Ja, der Weg ist immer noch so schlecht. Ich hoffe, der wird nachher besser. Das lässt sich kaum fahren. Ich fahre jetzt hier am Speicherbecken Borna lang. Ich umrunde das fast, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und wenn ich dann drüben auf der anderen Seite bin,
Dann komme ich, glaube ich, auf den Elsterradweg oder auf den Pleißeradweg. Keine Ahnung, auf alle Fälle auf dem Radweg. Ich werde jetzt am Anfang ein bisschen mehr filmen wahrscheinlich, weil die Strecke hier, die kenne ich auch noch nicht. Die fahre ich halt auch zum ersten Mal. Irgendwann bin ich ja dann wieder auf Stadtgebiet Leipzig, wo ich alles schon kenne. Und da werde ich sicherlich kaum noch filmen. So ist zumindest der Plan. Ja, die Strecke ist nicht schlecht. Man hat hier immer wieder einen Blick auf den See. Und die Natur macht auch einen richtig guten Eindruck. Hier muss man immer mal aufpassen, da liegt immer mal was auf dem Weg rum. Dass man da nicht hinfällt. Ja, macht wirklich Spaß. So, von da hinten bin ich gekommen. Ich bin jetzt auf dem Radweg, der Richtung Pegau geht. Aber ich glaube, bis Pegau fahre ich nicht. Keine Ahnung. Hier gibt es einen Kulturpark Deutzen. Da gehen wir aber nicht hin. Für mich geht es jetzt hier durch Deutzen durch. Und dann schauen wir mal weiter. Ich bin jetzt hier wieder auf dem Radweg an der Straße lang. Naja, geht schon. So ein getrennter Radweg, da hat man seine Ruhe. Und wenn hier ab und zu mal ein Auto vorbeifährt, dann ist das halt so. Hier vorne wird schon wieder scharf geschossen. Und genau im Blick habe ich auch das Kraftwerk. So ist das eben hier. Jetzt warte ich noch auf eine schöne Bank. So, hier bin ich am großen Verkehrsknotenpunkt. Eisenbahn, Autos. Der Lutherweg geht hier lang. Und natürlich die Radwege. Für mich geht es jetzt hier auf der Seite weiter. Ich bin jetzt hier durch Neukieritz durchgefahren. Das verlasse ich jetzt. Hier unten geht jetzt mein Radweg weiter. Und ich befinde mich auch auf dem Lutherweg. Hier war ich neulich mal, kann ich mich gut erinnern. Ich fahre jetzt hier über die Brücke. Ich glaube, hier unten, das ist die Pleiße. Aber so richtig sicher bin ich mir nicht. Auf alle Fälle hatte die ziemlich viel Wasser. Und hier vorne kommt jetzt gleich eine Bank. Da kann ich mich gut erinnern. Da gibt es eine Pause. An der Bank hier hinten gibt es jetzt eine kleine Pause. Habe ich mir auch irgendwie verdient. Ich habe heute ein bisschen Salat mit und Brot. Und ja, warum mache ich die Tour heute auch noch? Ich will demnächst mal wieder eine kleine Bikepacking-Tour machen mit Übernachtung auf dem Campingplatz. So 3-4 Tage mal wieder, so zur Probe. Ich habe die Route jetzt noch nicht endgültig geplant, da bin ich noch in der Findung. Ich muss mir auf alle Fälle noch Fahrradhandschuh kaufen, weil ich habe doch ein bisschen Probleme mit meinen Händen. Aber ansonsten sollte das alles klar gehen. Da freue ich mich schon drauf. Da lasse ich es mir jetzt schmecken. So Leute, ich bin schon wieder lost. Hier bauen sie ja überall die Solarfelder. Und die ganzen Radwege sind gesperrt. Da stand eine Umleitung dran, aber ganz ehrlich, da habe ich auf das Papier geguckt, wie die Sau ins Uhrwerk. Naja, ich fahre jetzt hier auf der Landstraße lang. Ich habe jetzt hier meine kleine Ausbuchtung gefunden. Da ist zum Glück Geschwindigkeitsbegrenzung auf 50. Ich hole jetzt trotzdem mal meine Warnweste raus und ziehe die an. Das ist mir sicherer. Ich habe jetzt die Straße verlassen und bin jetzt hier wieder auf irgendeinem Radweg. Nicht auf meinem. Ich habe ja immer noch Streckenabweichung. Ich bin hier aber schon mal lang gewandert. Von daher muss es hier irgendwo hingehen. Ich denke mal, das war damals, ich weiß es nicht mehr. Aber ich war auf alle Fälle schon mal hier. Von daher, alles wird gut. Ja, die ganze Sache bleibt spannend. Ich bin jetzt bei Kilometer 22 knapp. Und fahre jetzt erstmal hier aufs Blaue hinaus, den Weg hinlang. Das ist auf alle Fälle ein Radweg und das ist auf alle Fälle die Richtung, die ich hätte fahren sollen. Von daher muss das ja irgendwie klappen. Es fängt jetzt leicht an zu tröpfeln, aber ich glaube, das ist nur so ganz wenig. Es regnet sich jetzt noch nicht ein, hoffe ich zumindest. Das wäre jetzt noch ein bisschen zeitig. Ein bisschen kann es noch warten.
Und schwuppdiwupp bin ich wieder auf meinem richtigen Track. Das hat ja super geklappt. Bin ich doch kein so ein Orientierungslegastheniker. Auf alle Fälle gibt es hier einen Kanal. Und der hat doch recht viel Wasser. Ich bin jetzt hier an einem weiteren See. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Das muss ich dann mal nachschauen und einblenden. Ich habe jetzt hier einen schönen Radweg. Ich denke mal, das sieht jetzt gut aus. Zu tröpfeln hat es auch wieder aufgehört. Scheinbar bin ich hier in der Nähe von Röta. Hier gibt es einen slawischen Ringwall. Und ich fahre jetzt durch den Wald. Das ist ja prima. Hier liegt ja wie überall ziemlich viel Geäst auf dem Weg rum. Es war ja am Sonntag sehr windig. Da war ich mit meinem Sohn wandern in der Nähe von Bad Kösen. Und da blende ich euch jetzt mal ein kleines Video ein, was wir da an einer Stelle für Wind hatten. Die war auch sehr exponiert, aber das war richtig, richtig krass. Und plötzlich entdeckt man Orte, die man noch nie gesehen hat und die eigentlich toll sind. Hier stehen lauter solche Schilder über verschiedene Kräuter, Pflanzen, schöne Allee. Von da bin ich gekommen. Ich bin jetzt auf dem Lutherweg. Es ist gar kein richtiger Radweg. Aber hier kommt eine kleine Brücke und es gibt eine Schiebehilfe. Mancherorts ist ja Wasserknappheit in den Flüssen. Das kann man jetzt hier nicht gerade sagen. Der hier ist gut gefüllt. Hier unten liegt tatsächlich ein Fahrrad im Flussbett. Das ist ja hier ein tüchtiges Rumgeschlängel heute. Hier ist schon wieder die Straße gesperrt. Aber scheinbar ist der Radweg frei. Gott sei Dank. Nicht wieder irgendeine Umleitung. Ich bin jetzt durch die Baustelle durch. Die Fahrradführung durch die Baustelle war richtig super. Da konnte man praktisch nichts falsch machen. War eine richtig große Baustelle. Die bauen dann irgendeine Anbindung richtig neu, also richtig Straßenneubau. Ja, jetzt bin ich hier am Damm. Ich weiß es nicht, ich glaube, es ist die Pleiße. Bin in der Höhe von Großdeuben. Und fahre jetzt Richtung Markleeberg. Ich denke mal, hier werden jetzt ab und zu mal Bänke kommen. Und die nächste Bank wird dann auch meine sein. Ich habe jetzt knapp 30 Kilometer weg. Ich fahre jetzt hier schon die ganze Zeit an der Pleiße lang. Das ist eine schöne Strecke, der Weg ist schön. Ja, hier drüben ist die Straße, man hat halt den Autolärm, aber das ist halt so. Ich komme jetzt nach Leipzig rein, da wird das nicht besser werden. Aber es macht richtig Spaß, auf dem Rad zu sitzen. Richtig toll. Ich habe vorhin noch mal, als ich Pause gemacht habe, auf den Wetterbericht geguckt. Also es soll wirklich wahrscheinlich schon 1:30 anfangen zu regnen. Da habe ich ungefähr noch ein Stündchen Zeit und brauche aber jetzt, denke ich mal, noch gut 1,5 Stunden nach Hause. Da lassen wir uns mal überraschen, wie sich das alles so entwickelt. Ja? Das muss ja auch ein bisschen spannend bleiben. So, ich bin noch mal abgestiegen. Während der Fahrt kann ich immer die Kamera irgendwie nicht anmachen. Deshalb muss ich eh immer anhalten und dann weiterfahren. Dann kann ich auch gleich absteigen und das im Stehen machen. Hier vorne ist ein Wehr. Und für mich geht es jetzt hier unter der B2 lang. Ich bin jetzt bei Kilometer 36 und fahre jetzt gerade durch den Auenwald. Das ist auch ein schönes Stück.
Ich bin immer noch im Auenwald. Hier findet ja auch einmal im Jahr der Auenwaldlauf statt. Den habe ich viele Jahre daran teilgenommen. Aber jetzt mache ich keine Wettkämpfe mehr. Ich bin einfach nur eine lahme Ente. Ich fahre hier schon die ganze Zeit am Fluss lang. Das macht richtig Spaß, das ist richtig schön. Ich genieße das. Der Auenwald ist hier richtig urwüchsig. Gerade habe ich was von urwüchsig erzählt. Das sieht ja hier jetzt nicht gerade gut aus. Da werden wir wohl umdrehen müssen, oder? Mal sehen. Ja, Leute, was soll ich sagen? Die anderen zwei Radfahrer, die haben ihre Räder drüber gewuchtet, aber das sah nicht gut aus. Von daher habe ich umgedreht. Aber hier liegt jetzt auch ein Baum. Aber das ist nur einer, da schaffe ich es leicht drüber. Ja, wird jetzt noch einen kleinen Umweg geben. Mal sehen, wann ich wieder auf meinen Track komme. Aber hier kenne ich mich ziemlich gut aus wegen dem Lauf. Das passt schon. Ich bin jetzt hier an der Schleuse vorbeigefahren. Und mache jetzt hier noch eine kleine Pause, bevor es dann heimgeht. Ich bin jetzt gleich im Clara Park. Und jetzt wieder gefährliches Halbwissen. Ich glaube, hier ist die Stelle, wo die Pleiße in die Weiße Elster fließt. So Leute, ich melde mich nochmal. Ich habe jetzt wenig gefilmt und das wird jetzt auch die letzte Aufnahme sein. Ich fahre jetzt einen Heuweg hoch. Ich habe jetzt 46,5 Kilometer. Also mache ich safe die 50 voll heute. Ja, schön. Es fängt jetzt an zu regnen. Ich werde gleich alles wasserdicht verpacken. Die Regensachen werde ich nicht anziehen. Ich denke mal, für mich sind das jetzt vielleicht noch 5 Kilometer. Mal sehen. Da mache ich jetzt nicht noch so ein Bromborium. Damit verabschiede ich mich von euch. Macht's gut. Geht raus und habt Spaß.